you see the cells on their feet? Willkommen zu den Denkreisen. Papst Urban II. Hält auf der Synode von Clermont eine feurige Rede, die zum Kreuzzug aufruft. Will Durand nennt es die folgenschwerste Rede der mittelalterlichen Geschichte. Und dem kann man nur beipflichten. Doch da es sich um eine Rede von solch historischer Tragweite handelt, komme ich nicht umhin, einige gesellschaftlichen und politischen Eckpunkte jener Zeit zu beleuchten. Außerdem müssen wir uns der Tatsache stellen, dass der Aufruf zum Kreuzzug und die Reaktion der westeuropäischen Bevölkerung heute unterschiedlich rezipiert wird und noch immer Gegenstand eines Streits unter Historikern und Amateuren gleichermaßen ist. Des Papstes Worte breiten sich wie ein Lauffeuer durch ganz Europa aus und mobilisieren Ritter und Bettler gleichermaßen zu einem Aufbruch ins Heilige Land. Doch das ist eine starke Vereinfachung. In Wirklichkeit folgt eine ganze Tournee, die Urban durch die fränkischen Grafschaften und Herzogtümer hält, auf der Suche nach passenden Führungspersönlichkeiten, die den Kreuzzug stemmen können. Und es gibt Bischöfe, die in seinem Namen unterwegs sind und dasselbe tun. Der Aufruf zum Kreuzzug wirft natürlich historische Fragen auf, die nicht immer leicht zu beantworten sind. Deshalb lasse ich hierzu die Besten der Besten zu Wort kommen. Die fünf wichtigsten Fragen möchte ich hier zusammenstellen. Erstens, hatte Urban im Vorfeld der Synode eine spontane Eingebung, die ihn dazu verleitet hatte, einen so brisanten Aufruf zu starten? Zweitens, hatte er selbst mit einem Erfolg des Aufrufs gerechnet? Oder war das nur ein Testballon, um den Willen und die Bereitschaft der Christen auszutesten? Drittens, gab es für ihn andere Motive, als lediglich den Moslems die Stirn zu bieten? Viertens, warum war das Jahr 1095 das perfekte Jahr für diese Agitation? Und fünftens, war der Kreuzzugsaufruf überhaupt im Einklang mit christlicher Theologie und welche Versprechungen wurden hierbei gemacht? Das sind sehr viele Fragen, die sich jedoch alle um dasselbe Thema drehen, die Motivation des Papstes, aber auch die Motivation der Bevölkerung, diesem Aufruf zu folgen. Zur ersten Frage, ob Urbans Auftritt bei der Synode von Clermont eine originelle oder gar spontane Eingebung war. Wie wir bereits festgestellt haben, gab es in Europa zwei Bollwerke, welche die islamische Präsenz am stärksten spürten. Da war das heutige Spanien, das zum großen Teil islamisch war, und natürlich Byzanz. Wenden wir uns für einige Augenblicke dem iberischen Schauplatz zu. Man muss sich hier erstmal die Zahlen zu Gemüte führen. Das Umayyaden-Kalifat hatte im Jahr 711 über 60% der spanischen Halbinsel erobert. Das waren anfangs noch waschechte Araber aus Damaskus, die jedoch entlang des Weges maghrebinische Stämme vereinnahmten. Im Verlauf der Jahrzehnte änderten sich die Verhältnisse innerhalb des Kalifats und die maurischen Kräfte kamen an die Spitze. Doch eine endgültige Verdrängung der Moslems durch die Christen fand erst im Jahr 1491 statt. Das bedeutet, dass die islamische Präsenz in Spanien 780 Jahre gedauert hatte. Der Abzug der Moslems fand vor 527 Jahren statt. Das bedeutet auch, dass noch immer, sogar heute noch, die Zeitspanne der islamischen Herrschaft über Spanien um 200 Jahre länger ist als die Zeitspanne, die verstrichen ist, seitdem Spanien christlich ist. Man darf also nicht auf die Idee kommen, dass im 11. Jahrhundert die Anwesenheit der Emire und Kalifen in Córdoba als etwas Schockierendes und Unerhörtes gegolten hatte. Die meisten Leute in Westeuropa hatten es nie anders gekannt. Ihre Großväter hatten es nicht anders gekannt. Die meisten Menschen besaßen auch keine ausgeprägte Geschichtsbildung und somit konnte kaum jemand sagen, wann das alles begonnen hatte. Für die Kleriker sah die Sache etwas anders aus. Die spanischen Grenzverläufe zwischen dem Kalifat und dem Königreich Leon und den Pyrenäen muss man sich wie eine Art ewigen Kalten Krieg vorstellen, der in regelmäßigen Abständen zu Kriegshandlungen eskalierte. Ein stetiger Druck von beiden Seiten hatte immer bestanden, doch darf man sich das Grenzgebiet auch nicht als eine Kriegszone vorstellen. Da gab es eine Durchlässigkeit. Es gab Handelswege und es gab Transfer von Wissen. Es gab aber auch eine Art Pufferzonen. Niemandsland.
Es gab aber vor allem eine kommerzielle Seite, die deutlich über dem Säbelrasseln gestanden hatte. Auf der Agenda der Christen und Moslems wird es natürlich immer wieder Bestrebungen gegeben haben, die Grenzen zum eigenen Gunsten zu verschieben. Und gerade für die Christen stand hier nicht nur ein territorialer Anspruch im Mittelpunkt, es war auch eine ideologische Frage. Hierzu muss man für einige Augenblicke ausholen. Habt Geduld. Dieses faszinierende Mosaik aus relativ wenig bekannten Randdetails wird bald vor deinem geistigen Auge zu einem einheitlichen Bild zusammenfallen. Es ist so, wenn man gerne von den mittelalterlichen Moslems redet, als jenen kultivierten, edlen Fürsten, die den Europäern in Medizin und Kultur um Jahrhunderte voraus waren, sind damit überwiegend die Umayyaden gemeint. Ihre Expansion war verhältnismäßig säkular. Sie haben natürlich das Konvertieren von Christen und Juden begrüßt, aber de facto hatten sie großzügige Reglements für ein gemeinsames Nebeneinander aller drei Religionen. Dies war also in vielerlei Hinsicht eine deutlich tolerantere Situation, als es Jahrhunderte später die Moslemherrschaft der Abbasiden oder Seldschuken war. Und das hatte vor allem zur Folge, dass der christliche Alltag im islamischen Spanien sich auf seine eigene Art und Weise entwickelt hatte. Das kann man an Details festmachen, die heute vermutlich niemanden besonders aufregen. Doch im ausgehenden 11. Jahrhundert war das ein großes Thema. So hatten die andalusischen Christen bei ihren Gottesdiensten den sogenannten mozarabischen Ritus gefeiert, den man manchmal auch als den westgotischen oder den altspanischen Ritus bezeichnet. Hier waren auch Elemente der islamischen Rituale in die Liturgie eingeflossen. Etwas, das Rom sicherlich ein dicker Dorn im Auge war. Hinzu kam, dass der mozarabische Ritus nicht nur unmittelbar in den islamischen Südgebieten praktiziert wurde, sondern auch auf der christlichen Seite der Iberischen Halbinsel durchsickerte. Für die Päpste des späten 11. Jahrhunderts gab es hier also längst überfällige uralte Defizite theologischer Natur, die nach einer stetigen Einflussnahme Roms in Spanien verlangten. Martin Kaufhold schreibt hierzu: Um das Jahr 1080 übernahmen die Christen auf der Iberischen Halbinsel die römische Form der Liturgie. Bis dahin hatten sie den Gottesdienst nach dem sogenannten mozarabischen Ritus gefeiert, der zahlreiche Elemente der arabischen Kultur in den Gottesdienst aufgenommen hatte. Im Jahr 1089 traf der Bischof von Vic in Rom ein, um dort die Privilegien der Kirche von Tarragona bestätigen zu lassen. In diesem Vorgang lässt sich der Wandel deutlich erkennen. Die Reise des Bischofs von Vic zeigt eine neue Ausrichtung. Es war eine Ausrichtung mit Folgen. Denn Tarragona befand sich noch in moslemischer Hand und der Papst rief nun die christlichen Herren der Kirchenprovinz Tarragona und der Nachbarprovinzen dazu auf, alle Kräfte auf die Rückgewinnung der Stadt auszurichten, damit man dort einen Bischofssitz haben könne. Tarragona könne dann ein christliches Zeugnis gegen die Sarazenen ablegen. Der päpstliche Aufruf zur Rückgewinnung Tarragonas ist auch deshalb von besonderer Bedeutung, weil der Papst hier bereits jenen Ablass Remissio Peccatorum in Aussicht stellt, der dann beim Aufruf zum ersten Kreuzzug 6 Jahre später erneut gepredigt wurde. Deswegen dieser Ausflug in die spanische Geschichte. Der Kreuzzugsaufruf von Urban in Clermont mag in seiner Direktheit und Klarheit überraschend gewesen sein, insbesondere da er sich nun an Jerusalem richtete, im Herzen der damaligen islamischen Welt. Aber es war keine isolierte Eingebung Urbans. Dieses Thema hatte ihn schon Jahre zuvor beschäftigt und er hatte bereits kleine Aufrufe zu ähnlich gearteten Befreiungszügen absolviert. Schon Gebert von Aurillac hatte 100 Jahre zuvor Gedanken dazu geäußert, dass Jerusalem von den Moslems befreit werden müsse. Und bei Jacques Le Goff kann man lesen, dass bereits in 1063 Papst Alexander II. All jenen Ablass gewährt hatte, die nach Spanien gehen würden, um gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Übrigens findet sich auch bei dem Gegenpapst Gregor dem 7. ein Kreuzzugsaufruf, wenn auch kein erfolgreicher. So hatte dieser Papst im Jahr 1074 dem deutschen Salierkönig Heinrich IV., den er damals noch als einen Verbündeten für seine Reformideen betrachtete, einen Brief geschrieben, in dem er vorschlägt, dass bewaffnete Scharen sich mit Gewalt ihren Weg nach Jerusalem bahnen sollen. Urbans Aufruf zum ersten Kreuzzug ist somit keine Avantgarde. Die Kreuzzugsidee ist zu diesem Zeitpunkt bereits eine vertraute Idee, die in klerikalen Kreisen eine ganze Weile kursiert. Jonathan Riley Smith bringt Urbans strategisches Denken auf den Punkt. Es überrascht also nicht, dass auch Urban ein aufmerksames Auge auf die Iberische Halbinsel geworfen hatte.
Fast von Beginn seines Pontifikats an hatte er einen Feldzug zur Rückeroberung von Tarragona nicht nur enthusiastisch unterstützt, es spricht auch einiges dafür, dass er ihn selbst initiiert hat. Tarragona war damals eine Geisterstadt im Niemandsland, an der Mittelmeerküste knapp 80 Kilometer südwestlich von Barcelona entfernt gelegen. Der Graf von Barcelona, den man ermutigt hatte, Tarragona einzunehmen, überschrieb es schließlich dem Papst als ein Land des heiligen Petrus. Urban ernannte einen Erzbischof von Tarragona, betrieb die Besiedlung, spornte die Würdenträger der Region an, die Stadt wieder aufzubauen, in Buße und zur Vergebung der Sünden. Und schlug vor, dass jene, die eine Pilgerreise nach Jerusalem beabsichtigten, ihre Mühen und ihr Geld doch lieber für die Wiederherstellung Tarragonas einbringen sollten, was ihnen, wie der Papst versicherte, den gleichen Nutzen für ihr Seelenheil bringen würde. Somit können wir die erste Frage abhaken. Der Kreuzzugsaufruf bei der Synode von Clermont war in seiner Dimension kein einzigartiges Ereignis. Es hatte hierzu Testläufe gegeben. Zur zweiten Frage, ob Urban mit einem solchen Erfolg gerechnet hatte. Nun, das ist natürlich eine Frage, die man nicht wirklich beantworten kann. Es gibt keine Tagebücher des Urban, die man hierzu zur Hand nehmen kann. Aber Martin Kaufhold schreibt hierzu: Die lateinische Christenheit war zu einem solchen Zug bereit. Die heftige Reaktion der Zuhörer auf den Appell des Papstes und der breite Aufbruch belegen das. Die Erwartungen des Papstes wurden wahrscheinlich deutlich übertroffen. Der Kampf für Jerusalem hatte eine mobilisierende Kraft. Es gab allerdings auch einen konkreten Auslöser. Die Verhältnisse im Byzantinischen Reich hatten sich in den Jahrzehnten vor dem Aufruf zum Kreuzzug allmählich verschoben, und diese Verschiebung wurde auch für die Pilger spürbar, die über Konstantinopel in das Heilige Land reisten. Allerdings war es eher eine Veränderung in Anatolien als eine Veränderung an den heiligen Städten. Und man sieht an der Entwicklung der kommenden Jahre, insbesondere den sogenannten Kreuzzug der Armen hinter Peter dem Einsiedler, dass Urban nicht mit solchen starken Effekten gerechnet hatte. Hätte der Funke von Clermont nicht gezündet, es wäre als eine kirchlich-politische Idee auf weitere Synoden übertragen worden. Wir haben gesehen, dass die Päpste bereits zuvor bemüht waren, die feudalen Herrscher für eine Kreuzzugsidee zu mobilisieren. Motiviert vor allem durch die ewige Präsenz der Moslems im heutigen Spanien, aber auch motiviert durch die Idee, eine einheitliche, stärkende Vision für die fränkischen und weitgehend europäischen Ländereien zu haben. Da wird schon immer die Idee im Raum gewesen sein, dass die islamischen Herrscher von den Konflikten innerhalb der europäischen Länder profitierten. Dies galt auch umgekehrt. Europa hatte für Generationen davon profitiert, dass die islamischen Kräfte in Wirklichkeit untereinander tief verfeindet sein konnten, sei es durch gegenseitige Machtansprüche oder durch die Spaltung in die Sunna und die Schia. Es ist nicht abwegig zu denken, dass ein komplett vereinheitlichter Islam bereits im 9. oder 10. Jahrhundert ganz Europa überrannt hätte. Es klingt somit etwas profan und banalisierend, wenn ich sage, dass Urban vielleicht auch eine Art Beschäftigungstherapie für Europas ewige Halsabschneider, Aufrührer und kriegslüsterne Warlords im Sinne hatte. Doch ein Kern Wahrheit ist da schon drin. Gerade die Normannen für eine anspruchsvolle Aufgabe in der Übersee einzuspannen, hatte für die Kirche ihre Bewandtnis. Natürlich sah die Kirche ihre Aufgabe darin, die Schwerthand eines Ritters zu lenken, vorzugsweise indem man ihn in Kontakt mit den christlichen Tugenden und Idealen brachte. Diese Schwerthand dann aber auf ein so konkretes Ziel auszurichten, wie die Eroberung von Jerusalem, war schon sehr gewagt und warf somit theologische Fragen auf. Allerdings muss man hier den Wagemut von Urban würdigen, denn ein solcher Aufruf stellte ein Imagerisiko dar. Wäre es dem Papst nicht gelungen, das feudale Lehnssystem durchzurütteln und die Ritterschaft für sich zu gewinnen, die Folgen wären sicherlich sehr spürbar gewesen. Einerseits hätten die Reformchristen hinter Urban damit einen Rückschlag erlitten gegenüber der Clique um König Heinrich und Papst Clemens, aber es wäre auch ein deutliches Signal an die Moslems hinter den Pyrenäen und an der Levante gewesen, dass die fränkischen Ritter eben nicht kampfbereit sind und dass es Europa an Einigkeit fehlt, um dem islamischen Sturm etwas entgegenzuhalten. Damit sind wir ja schon tief in der dritten Frage, der Frage nach den Motiven zum Kreuzzugsaufruf und Motiven, diesem Aufruf zu folgen. Europa befindet sich in einem Zustand politischer Unruhe. Es gibt zwei Päpste, einer spielt sozusagen für die deutsch-römische Mannschaft des Kaisers, also Leute, die vielen Reformideen der Kirche ablehnend gegenüberstehen und auch nicht der Meinung sind, dass die Kirche so flächendeckend über das Schicksal der Bellatores, also der feudalen Schicht, bestimmen sollte.
Der andere Papst, Urban, setzt die Reformideen von Gregor dem VII. Fort, der schon in 1075 den Dictatus Papae veröffentlichte, ein Dokument, das die Vorrangstellung der geistlichen Sphäre gegenüber der weltlichen betont, etwas, das dem deutschen König Heinrich IV. Außerordentlich aufstößt. Man kommt also nicht an dem Gedanken vorbei, dass ein erfolgreicher Aufruf zum Kreuzzug auch eine massive Festigung der Reformbewegung auf der europäischen Bühne darstellt. Tausende Ritter, die einem Bischof nach Jerusalem folgen. Das ist auf jeden Fall ein Gesamtbild, das sehr im Einklang mit den Visionen von Gregor dem VII. Und Urban dem II. Ist. Und es gibt eben diese neuen Player auf der internationalen Bühne, die Normannen, die auf der Überholspur sind. Und ihre Erfolgsgeschichte ist bahnbrechend. Die Normannen entstammten dänischen Kriegersippen. Besser bekannt als Wikinger fielen sie bei ihren Raubzügen bereits im 9. Jahrhundert in Britannien und Frankreich ein. Alfred der Große hatte es noch mit Mühe und Not geschafft, die Plage der Nordmänner zu bändigen. Doch unter dem Wikingerfürsten Rollo setzten sich die gefürchteten Plünderer in einer fränkischen Küstenregion fest, die man heute als die Normandie, das Land der Nordmänner, bezeichnet. Alfred mochte den angelsächsischen Briten eine gewisse Auszeit beschert haben, die dann auch beinahe zwei Jahrhunderte hielt. Doch die Nachkommen der Wikinger sollten nach England zurückkehren. Im Jahr 1066 erobert der Normannenfürst Wilhelm II., ein direkter Nachfahre von Rollo, nach der Schlacht von Hastings England. Eine Tat, die außerordentliche Folgen für die kulturhistorische Entwicklung Großbritanniens hat. Und doch könnte der Unterschied zwischen Rollo und Wilhelm nicht größer sein. Während Rollo noch ein nordischer Heide war, der erst im fortgeschrittenen Alter einer Taufe zustimmte und das vermutlich nur aus politisch-gesellschaftlichen Gründen, war Wilhelm der Eroberer hingegen ein tiefgläubiger Christ. Deshalb sah die römische Kurie in den Normannen keine unbändigbaren Wilden, wie es bei ihren Vorfahren der Fall war. Sie waren durchaus relevante Ansprechpartner für Belange der europäischen Politik. Dass sie nebenher teilweise irrwitzige Feldzüge in den unterschiedlichsten Ecken Europas unternahmen, noch immer treu den alten Wikinger-Methoden, wurde mit Vorsicht beäugt, doch ihre militärische Effizienz und ihre Erfolge mochten auch sehr inspirierend gewirkt haben. Niemand wollte die Normannen zum Feind haben. Wir haben bereits gesehen, dass in 1084 auch der frisch zum Kaiser gekrönte Heinrich IV. Vor Robert Giscard und seinen Normannenreis ausgenommen hatte und einem offenen Konflikt lieber aus dem Weg ging. Die Normannen hatten zu diesem Zeitpunkt die italienische Stadt Salerno zu ihrer Hochburg aufgebaut. Heute sind das 3 Autostunden von Rom entfernt. Doch die normannische Lust nach Eroberung und Macht ist damit noch lange nicht gesättigt. Schließlich befanden sich die Normannen seit ihrer Eroberung von Süditalien in einem Krieg mit Byzanz, das dort seine eigenen Ländereien beanspruchte. Für Urban und die Reformkleriker stellte das grundsätzlich ein Problem dar. Denn Byzanz war das große Bollwerk gegen die Moslems im Südosten und es war sicherlich nicht im Interesse der Christenheit, dass Byzanz sich in Sizilien gegen die Normannen verausgabte, während es ebenso Schlachten mit den Sarazenen verlor. Bei Wildurand kann man lesen: Im folgenden Jahre setzte aber Giscard mit cäsarischer Tatkraft sein Heer nach Durazzo über, schlug die Streitkräfte des griechischen Kaisers Alexios I. und marschierte durch den Epeiros und Thessalien nach Saloniki. Da erreichte ihn, der nahe an der Erfüllung seines Traumes stand, ein verzweifelter Ruf des Papstes Gregors VII. Um Hilfe gegen Kaiser Heinrich IV. Er ließ sein Heer in Thessalien zurück, stellte eine neue Streitmacht aus Normannen, Italienern und Sarazenen zusammen, rettete den Papst, entriss Rom den Deutschen, unterdrückte einen Aufstand des Volkes gegen sein Heer und gestattete seinen erzürnten Kriegern, die Stadt so gründlich zu plündern und zu brandschatzen, dass nicht einmal die Vandalen 451 es an Zerstörungswut mit ihm hätten aufnehmen können. Da kehrte sein Sohn Bohemund aus Thessalien mit dem Geständnis zurück, dass Alexios sein Heer in Griechenland vernichtet hätte. Der alte Freibeuter baute eine dritte Flotte, schlug die Venezianer bei Korfu, eroberte die ionische Insel Kefalonia und verschied dort an einer Infektion oder durch Gift im Alter von 70 Jahren. Er war der erste und größte Condottiere. Die Vereinnahmung von Normannen für die Kreuzzugsidee sollte ja später eine gewisse pikante Note besitzen, denn schon bald würden normannische Ritter und byzantinische Generäle sich in Konstantinopel begegnen, politisch geeint auf derselben Seite, bei der Durchführung des ersten Kreuzzugs.
Somit ist der Gedanke nicht allzu originell, dass Papst Urban II. Hier indirekt auch einen Waffenstillstand zwischen Normannen und Byzanz stiftete, indem er Normannen auf ein attraktives Ziel ausrichtete und damit normannische und byzantinische Interessen in Übereinstimmung brachte. Die Frage, weshalb sich so viele Menschen damals für den Kreuzzug begeisterten, ist deutlich komplexer. Diese Frage wurde gerade im 20. Jahrhundert häufig unter einem recht postmodernen Gesichtspunkt gedeutet. In seinem epochalen Buch The Crusades, a History räumt Jonathan Riley Smith mit diesen Behauptungen auf. In den Jahren vor 1096 hatte zudem eine anhaltende Dürre in Frankreich zu schweren Missernten, Hungersnöten und Mutterkornbrand geführt, der Wahnvorstellungen und Tod zur Folge haben konnte. Durch verunreinigten Roggen gelangte der Mutterkornpilz in Mehl und Brot und konnte so seine verheerende Wirkung entfalten. Auch stand das Zeitalter ganz im Zeichen einer Kolonisierung und Besiedlung von Gebieten an den Rändern oder sogar durch das Urbarmachen unwegsamer Wälder inmitten des alten Europa. Aus diesem Grund erschien es einigen Kommentatoren der Zeit und seither auch vielen Historikern plausibel, den Kreuzzug als eine koloniale Unternehmung zu betrachten. Dieser Sichtweise zufolge lockte die Kreuzfahrer die Aussicht auf neue Siedlungsgebiete in einer Gegend, die in der Bibel ja als Land, darin Milch und Honig fließt, gepriesen wurde und in einem Erdteil lag, dem Orient, dessen Reichtum legendär war. All das habe Bauern, unverheiratete Söhne ohne eigenen Landbesitz und Mitglieder von Familien, die durch das System der Erbteilung mit immer kleineren Parzellen auskommen mussten, bewogen, in ein neues Leben aufzubrechen. Andererseits gingen die meisten zeitgenössischen Kommentatoren und eine Minderheit heutiger Historiker davon aus, dass die Hauptmotivation zum Kreuzzug in einem echten Idealismus bestanden habe. Etwas weiter heißt es: Nur wenig deutet darauf hin, dass die Teilnehmer des ersten Kreuzzuges in dem Bewusstsein loszogen, an einem Siedlungsunternehmen beteiligt zu sein. Einige herausragende Persönlichkeiten wie Bohemund von Tarent oder Balduin von Boulogne hegten Herrschaftsambitionen, aber abgesehen davon ist die Quellenlage diesbezüglich äußerst dünn. Selbst das Haus Montlhéry, das ja eine bemerkenswerte Reihe von Kreuzfahrern stellte, scheint dem Kreuzzug vor allem aus spirituellen Erwägungen zugeneigt zu haben. Man sollte klar sehen, dass der Kreuzzug zwar einen Prozess in Gang brachte, in dessen weiterem Verlauf westeuropäische Eroberer sich in etlichen Küstengebieten der Levante ansiedelten, dies aber nicht von vornherein geplant war. Und weiter unten heißt es: Eine weitere gängige Erklärung für die Beweggründe der frühen Kreuzzüge sieht in diesen nur wenig mehr als groß angelegte Raubzüge, wie sie die westeuropäischen Ritter schließlich schon von ihren Vorstößen nach Spanien und anderswo kannten. Die in Clermont versammelten Bischöfe waren durchaus besorgt gewesen, Männer könnten sich dem Kreuzzug um des Geldes willen anschließen und zweifellos zog das Unternehmen gewalttätige Naturen an. Es gab ja, abgesehen vielleicht von der Entscheidung eines großen Lehnsherrn darüber, wen er in seinem Gefolge mitnahm, keinen Musterungsvorgang, in dem etwa die Eignung potenzieller Teilnehmer geprüft worden wäre. Eine solche Überprüfung hätte es auch überhaupt nicht geben können, allein schon deshalb, weil die Kreuzzüge ja, wie bereits betont, als Pilgerfahrten galten und als solche allen Interessenten offenstehen mussten, selbst den Psychopathen. Es ist durchaus möglich, dass die Begierden derjenigen Kreuzfahrer, die zur Gewalttätigkeit neigten, durch Desorientierung, Ängste und Stress noch verstärkt wurden, während sie plündernd ihren Weg nach Osten nahmen. Die barbarischen Gewaltexzesse gegen Juden in Frankreich und Deutschland, mit denen einige Kreuzfahrerheere ihren Marsch begannen, waren begleitet von Raub und Erpressung. Auch auf dem Zug der Kreuzfahrer über den Balkan kam es immer wieder zu derartigen Ausbrüchen. Und etwas weiter heißt es: Eine dritte beliebte Erklärung für die große Anziehungskraft der Kreuzzugsbewegung ist die folgende. Das stetige Bevölkerungswachstum habe Familien mit Grundbesitz gezwungen, Maßnahmen gegen eine Zersplitterung ihrer Güter bei der Erbteilung zu ergreifen, entweder durch die Einführung der Primogenitur, durch die der erstgeborene Sohn sämtlichen Besitz erbte, oder durch eine primitive Form der Geburtenkontrolle, bei der nur ein männlicher Nachkomme pro Generation heiraten durfte. Den anderen jungen Männern sei nahegelegt worden, das Weite zu suchen. Für solch einen überzähligen Sohn sei der Aufbruch zum Kreuzzug ein probates Mittel gewesen, die Bürde, die er für seine Familie darstellte, leichter zu machen. Aus den Quellen ergibt sich allerdings ein anderes Bild. Die Kreuzfahrer waren ja keine Wehrpflichtigen oder Lehnsleute, die ihren Vasallendienst hätten ableisten müssen.
Die meisten unter ihnen waren Freiwillige, die sich, sofern sie nicht im Gefolge eines reichen Adligen reisten und dessen Unterstützung gewinnen konnten, irgendwie finanzieren mussten. Informationen über die zu bewältigende Entfernung Palästinas waren allgemein verfügbar, da zahlreiche Westeuropäer als Pilger dorthin gereist waren und eine beträchtliche Zahl von Rittern als Söldner im byzantinischen Heer Dienst getan hatten. Die große Entfernung und die damit zusammenhängenden Kosten dürften die Ärmsten unter den Kreuzfahrern nicht abgeschreckt haben. Diese erwarteten vermutlich nicht viel und dachten womöglich sogar, dass sich ihre Lage nur verbessern könne. Für Ritter allerdings sah die Sache anders aus. Von ihnen wurde erwartet, dass sie für Ausrüstung, Pferde, Lasttiere und Diener sorgen würden, um ihre Funktion im Heer effizient ausüben zu können. Ein Ritter aus dem Rheinland, der gut 50 Jahre später aufgefordert wurde, in Italien für die Sache des römisch-deutschen Kaisers zu streiten, musste für einen solchen Feldzug 2 ganze Jahreseinkommen aufwenden. Wir können lediglich schätzen, mit welchem Faktor man sein Einkommen multiplizieren müsste, um die Ausgaben eines französischen Ritters für seine Teilnahme an einem Kreuzzug in den Orient errechnen zu können, aber ein Faktor von 5 oder 6 wäre wohl angemessen. Dies lässt die traditionelle Vorstellung vom landlosen Ritter, der sorglos gen Jerusalem zieht, ziemlich lächerlich erscheinen. Es überrascht deshalb nicht, dass sich in den Kopialbüchern von Klöstern und Kathedralen Sammlungen von Abschriften älterer Urkunden Beispiele für die Bemühungen finden lassen, mit denen die Kreuzfahrer und ihre Familien an das für ihre Reise benötigte Geld kommen wollten. Das gestaltete sich jedoch schwierig, denn die Bodenpreise waren nach mehreren Dürrejahren unter Druck. Die erwähnte Reihe von Missernten wurde zwar 1096 durch ein hervorragendes Erntejahr unterbrochen, nach einem niederschlagsreichen Frühjahr, das wie Gottes wohlwollende Bestätigung des geplanten Kreuzzugs wirken mochte. Doch offensichtlich für die meisten Kreuzfahrer, die ihren Besitz schon hatten verkaufen oder verpfänden müssen, zu spät. Der Ernst ihrer Lage wurde dadurch verschärft, dass das Angebot an verfügbarem Land so groß, die Anzahl der potenziellen Käufer, die derart hohe Beträge an Geld so schnell hätten aufbringen können, jedoch so klein war, dass als Folge der Wert von Grundbesitz in Frankreich, wie es heißt, gefallen war. Hier wird also deutlich, dass, ob es uns nun gefällt oder nicht, die Motivation der Christen, mit einer Waffe in der Hand nach Jerusalem zu ziehen, deutlich idealistischer war, als es häufig behauptet wird. Es gab immer den Versuch, den Kreuzzug als eine extrem materialistische und kolonialistische Angelegenheit umzudeuten. Und wie wir gehört haben, stellt Jonathan Riley Smith nicht in Abrede, dass es in den äußerst vielfältigen Scharen der Kreuzfahrer manch ein Individuum gegeben hat, das hier irgendeine Glücksrittermentalität an den Tag legte. Doch es waren nicht die Kleriker, die den Vorschub leisteten, ein solches Verhalten bereitete ihnen eher Kopfzerbrechen, und es waren nicht die Anführer des Kreuzzugs, die hierfür ein solches Verhalten als Vorbild standen. Damit sind wir auch schon bei der vierten Frage. Warum zu diesem Zeitpunkt? Was war an dem Jahr 1095 so Besonderes, dass Urban im November dieses Jahres in Clermont sein politisches Kapital in die Waagschale legte und bei der Synode von Clermont eine so aufrührerische Rede hielt? Nun, die Puzzleteile werden gleich ihren Platz finden, denn im März desselben Jahres, also 9 Monate zuvor, fand die Synode von Piacenza statt. Das war eine sehr große Kirchentagung mit über 4000 Klerikern, zahlreichen Bischöfen und Schaulustigen, die man heute auf fast 30.000 schätzt. Die Themen waren damals nicht arg anders, als es 9 Monate später in Clermont sein sollte. Es ging um den bigamistischen König Philipp von Frankreich und es ging natürlich um den Investiturstreit mit den Deutschen und die beiden konkurrierenden Päpste Urban und Clemens. Die Synode brachte keine weltbewegenden Ergebnisse zuwege, sonst hätte man nicht 9 Monate später die nächste Konferenz in Clermont abhalten müssen. Doch im Nachhinein ist ein Ereignis am Rande der Veranstaltung bedeutsam. Papst Urban erhielt nämlich den Besuch einer kaiserlichen Gesandtschaft aus Byzanz, also Diplomaten im Auftrag von Kaiser Alexios. Hierzu möchte ich Thomas Asbridge zu Wort kommen lassen. Im März 1095 leitete Urban ein Kirchenkonzil in Piacenza, wo ihn Gesandte aus Konstantinopel aufsuchten. Sie überbrachten einen Aufruf des griechischen christlichen Kaisers Alexios des I. Komnenos. Dieser Herrscher hatte mit seinem klugen, durchsetzungsstarken Regiment einem jahrzehntelangen Niedergang im großen östlichen Reich ein Ende gemacht.
Umfangreiche Besteuerungsmaßnahmen hatten die kaiserliche Kasse in Konstantinopel wieder gefüllt und die Aura von Autorität und großzügiger Prachtentfaltung wiederhergestellt. Doch sah Alexios sich an seinen Reichsgrenzen nach wie vor von zahlreichen Feinden bedroht, darunter den muslimischen Türken aus Kleinasien. Daher schickte er Boten mit der Bitte um militärische Unterstützung zum Konzil von Piacenza und ersuchte den Papst dringend, eine Abteilung lateinischer Truppen zu entsenden. Vermutlich rechnete Alexios lediglich mit einer symbolischen Truppe fränkischer Söldner, einem kleinen Heer, mit dem man nach Belieben schalten und walten konnte. Tatsächlich aber wurde sein Reich in den folgenden 2 Jahren von einer Menschenwoge förmlich überrollt. Urban trug sich offenbar mit Ideen, die mit der Bitte des griechischen Kaisers in Einklang zu bringen waren. Diese Vorstellungen entwickelte der Papst im Frühjahr und Sommer des Jahres weiter. Er hatte ein Unternehmen vor Augen, mit dem mehrere Ziele auf einmal zu erreichen waren. Eine bewaffnete Pilgerreise in den Orient, das, was heute als Kreuzzug bezeichnet wird. Einige Historiker sahen in diesem Papst nicht mehr als einen unabsichtlichen Initiator des gewaltigen Projekts. Er habe nur mit einigen 100 Rittern gerechnet, die seinem Ruf zu den Waffen Folge leisten würden. Doch in Wirklichkeit scheint er sich durchaus darüber im Klaren gewesen zu sein, welches Potenzial an Umfang und Perspektiven in seinem Vorhaben schlummerte. Offenbar arbeitete er gezielt an einem Programm für ausgedehnte Rekrutierungsmaßnahmen. Urban erkannte, dass man mit dieser Idee eines Feldzugs mit dem Ziel, Byzanz zu Hilfe zu kommen, nicht nur das Christentum im Osten verteidigen und die Beziehungen zur griechischen Kirche verbessern, sondern auch Roms Autorität unterstreichen und ausweiten, sowie die destruktive Streitlust der Christen des lateinischen Westens in geregelte, nützliche Bahnen lenken konnte. Dieses große Vorhaben konnte im Zusammenhang der weiteren ausgreifenden Kampagne genutzt werden, die Reichweite des päpstlichen Einflusses über die Grenzen Mittelitaliens hinaus in Urbans Heimatland Frankreich auszudehnen. Für Urban steht fest, dass er hier mit einem Schlag gleich mehrere Fliegen töten kann. Er kann seine Position als Reformpapst stärken, er kann die etwas arg kriegerischen Normannen etwas an die Kandare nehmen, er kann den Moslems christliche Kante zeigen und das ideologische Schisma mit den Byzantinern, das er so nicht befürwortet, aufweichen. Und der Zeitpunkt ist günstig, denn die Haltung von Kaiser Alexios als Verbündeter in diesem waghalsigen Unternehmen löst ein großes Problem bei diesem Vorhaben. Wie bringt man so viele Menschenmassen bis nach Jerusalem angesichts dessen, dass ein beachtlicher Wegabschnitt entweder durch byzantinisches Gebiet geht oder durch Reiche, die byzantinische Vasallen sind? Und noch ein kleines Detail, das Erwähnung verdient. Ich lese dazu einige Zeilen bei Martin Kaufhold. Für Urban bedeutete allein die Anfrage bereits eine Aufwertung seiner Stellung, denn sie signalisierte ihm, dass man ihn in Byzanz für den bedeutenderen Papst hielt. Seine Vorstellung von dem Unternehmen nahm erst allmählich Konturen an, in dem halben Jahr zwischen den Kirchenversammlungen von Piacenza und Clermont. Urban nutzte bereits die Reise nach Clermont zur Vorbereitung. Angesichts der zu erwartenden Exkommunikation des französischen Königs auf dem Konzil und des Zerwürfnisses mit dem deutschen Herrscher war es klar, dass keiner der beiden ein solches Unternehmen führen konnte. Tatsächlich war auch der Charakter des Kriegszugs noch zu unbestimmt, als dass man einen König hätte fragen können. Der Papst hatte kaum mit dem enormen Echo seines Aufrufs gerechnet und eigentlich ein begrenztes Kontingent von Rittern erwartet. Das Zusammengehen mit dem hohen Adel lag in der Logik der Reform. Hier spürt man also eine gewisse Differenz zwischen Thomas Asbridge und Martin Kaufhold, denn Thomas Asbridge ist der Meinung, dass Urban durchaus im Geiste einer groß angelegten Operation vorgegangen ist, während Martin Kaufhold eher das Gefühl hat, dass Urban vermutlich ein wenig von den Erfolgen seiner Rede ertappt wurde. Aber das ist ein Punkt, der möglicherweise nie endgültig geklärt wird. Fest steht auf jeden Fall, dass es für Urban sicher schmeichelhaft war, aber politisch auch bedeutsam, dass Byzanz in der Wahl zwischen 2 konkurrierenden Päpsten sich für ihn als Ansprechpartner entschied und nicht für seinen Konkurrenten Clemens III., der zu jenem Zeitpunkt seinen Rückhalt in Rom bereits verloren hatte und die christliche Hauptstadt Viertel für Viertel zunehmend Urban dem II. Überließ.
Es überrascht also nicht, dass manche Historiker den Aufruf zum Kreuzzug auch als einen entscheidenden Schlag Urbans gegen Clemens deuten. All das macht deutlich, dass Urban hier ein hochkomplexes politisches Spiel spielte, das sehr viele bewegliche Komponenten beinhaltete und eine innen- und außenpolitische Dimension besaß, die man noch Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte später spüren würde. Zu der fünften und letzten Frage, war der Kreuzzugsaufruf überhaupt im Einklang mit christlicher Theologie und welche Versprechungen wurden hierbei gemacht? Und damit sind wir natürlich tief in der hitzigen Debatte der Gegenwart. Viele Apologeten versuchen Urban heute reinzuwaschen und sie haben in weiten Zügen sicherlich auch recht. Urban wurde als ein Hoffnungsträger zum Papst gewählt, er sollte ein Reformpapst sein, seiner Amtszeit mangelte es damit auch nicht an Taten. Doch seine Jahre als Papst sind mühsam. Wir haben ja bereits darüber gesprochen, wie sehr seine Vorgänger mit der Bevölkerung Roms zu kämpfen hatten und mit dem deutschen Herrscher und einem massiven Reformwiderstand aus den germanischen Ländern. Bei Stephen Runciman liest sich der Werdegang von Urban so. Urban war für seine Aufgabe wohl geeignet. Er war ein eindrucksvoller Mann, hochgewachsen, ansprechenden bärtigen Antlitzes, mit höflichen Umgangsformen und überzeugender Redegabe. Ermangelte er auch das Feuer und der Zielstrebigkeit Gregors des Siebten, so übertraf er ihn doch an Weite des Blickfelds und in der Kunst der Menschenbehandlung. Er war weder so stolz noch so eigensinnig wie Gregor, aber er war nicht schwach. Um seiner Treue zum Papst und seines Glaubenswillens war er in Deutschland von Heinrich IV. In den Kerker geworfen worden. Er konnte streng und unnachgiebig sein, gab aber freundlicher Sanftmut den Vorzug. Er zog es allzeit vor, Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, die geeignet waren, Zank und Verbitterung heraufzubeschwören. Er trat ein schwieriges Erbe an. Er konnte sich ungefährdet nur auf normannischem Gebiet aufhalten und die Normannen waren eigennützige, unzuverlässige Verbündete. Rom befand sich in den Händen des Gegenpapstes Guibert. Urban konnte sich gerade noch bis in die Vorstädte wagen, aber nicht weiter, ohne dass es zu Blutvergießen kam. Solches heraufzubeschwören lehnte er ab. Weiter nördlich unterstützte ihn Mathilde von Toskana mit standhafter Unerschütterlichkeit in ihrem ganzen riesigen Herrschaftsbereich. Im Jahr 1089 stärkte sie ihre Stellung noch zusätzlich durch eine zynische Heirat mit dem deutschen Fürsten Welf von Bayern, einem Knaben, der kaum halb so alt war wie sie selbst. Aber im Jahr 1091 wurden ihre Truppen von Heinrich von Deutschland in der Schlacht von Trisontai in die Flucht geschlagen. Heinrich stand auf der Höhe seiner Macht. Vom Gegenpapst 1084 zum Kaiser gekrönt, war er jetzt Herr ganz Deutschlands und Norditalien lag ihm zu Füßen. Ein Papst, der sich in so unsicherer Lage befand wie Urban, konnte nicht hoffen, in ferneren Gegenden Gefolgschaft und Gehorsam zu finden. Doch Urban arbeitete taktvoll und beharrlich weiter, bis im Jahr 1093 die Lage von Grund auf verändert war. Durch die Verwendung von Geld anstatt Waffen bewerkstelligte er es, dass er die Weihnachtszeit jenes Jahres in Rom verbringen konnte und im folgenden Frühjahr zog er in den Lateran ein. König Heinrich war durch den Aufstand seines eigenen Sohnes Konrad, dessen Unzufriedenheit Urban in aller Stille geschürt hatte, in seiner Handlungsfreiheit geschwächt. In Frankreich, seinem Geburtsland, gelang es Urbans Organisationsgabe, das gesamte Gebäude der kirchlichen Hierarchie unter seine Kontrolle zu bringen. In Spanien herrschte sein Einfluss unbestritten vor, und allmählich anerkannten auch die entfernteren Länder des Westens seine geistliche Autorität. Er sah davon ab, auf den politischen Hochheitsansprüchen zu beharren, die Gregor der Siebte erhoben hatte. Den weltlichen Fürsten gegenüber legte er überall, mit Ausnahme seiner ausgesprochenen Feinde, größte und bis zur äußersten Grenze gehende Nachsicht an den Tag. Mit dem Anbruch des Jahres 1095 war er geistlicher Herr und Meister der gesamten abendländischen Christenheit. Wir haben zuvor festgestellt, dass Urban mit Kreuzzugsaufrufen bereits Erfahrungen hatte. Alexander II. Und Urban II. Hatten beide zu iberischen Feldzügen aufgerufen, zur Befreiung von Tarragona. Sie hatten beide Sündenerlass versprochen. In Clermont wollte man diese Erfahrungen nun auf das nächste Level hieven. Es erscheint unwahrscheinlich, dass Urban in diese Situation durch maßlose Unvorsicht hineingestolpert war, wie es manchmal Historiker zu behaupten versuchten. Die Folgen mochten seine Erwartungen übertroffen haben, doch die Resultate sprachen für sich. Wir haben es hier also mit einem außerordentlich begabten und verhandlungssicheren Papst zu tun, dessen päpstliche Laufbahn unentwegt einem Hindernislauf gleicht.
Das sollte bei dem Aufruf zum Kreuzzug nach Jerusalem nicht anders werden. Natürlich gab es da eine große Erklärungsnot seitens des Papstes, denn die Idee eines Kreuzzugs war erstmal nicht so leicht mit dem christlichen Wertesystem vereinbar. Und für Urban ging es darum, hierbei die Deutungshoheit zu behalten und der theologischen Sichtweite der Dinge etwas nachzuhelfen. Nur am Rande, niemand sprach damals von einem Kreuzzug. Dieser Ausdruck taucht zum ersten Mal am Ende des 12. und am Anfang des 13. Jahrhunderts vereinzelt auf. Doch damals, in den Monaten nach Urbans Rede, benutzte man den Ausdruck Peregrinatio. Stephen Runciman widmet dem Widerspruch eines christlichen Krieges ein ganzes Kapitel, aus dem ich hier nur einen Abschnitt lesen werde. Der christliche Staatsbürger sieht sich vor eine grundsätzliche Frage gestellt. Ist er berechtigt, für sein Land zu kämpfen? Seine Religion ist eine Religion des Friedens, Krieg aber bedeutet Menschenopfer und Zerstörung. Die frühchristlichen Kirchenväter waren über die Antwort nicht im Zweifel. Ihnen bedeutete Krieg Massenmord. Aber nach dem Triumph des Kreuzes, als das Kaiserreich die Christenheit schlechthin verkörperte, erhob sich die Frage, ob seine Bürger nicht verpflichtet seien, zu seinem Wohl die Waffen zu ergreifen. Die Kirche des Ostens verneinte die Frage. Ihr großer Rechtsgelehrter, der heilige Basilius, gestand zwar zu, dass der Soldat den Befehlen gehorchen müsse, hielt aber dennoch dafür, dass jeder, der sich im Krieg der Tötung schuldig mache, als Zeichen der Buße 3 Jahre lang auf den Empfang des Abendmahls verzichten müsse. Dieser Ratschlag war allzu streng. Tatsächlich wurde der byzantinische Soldat nicht als Mörder behandelt, aber sein Beruf trug ihm keinen Ruhm ein. Der Tod auf dem Schlachtfeld galt nicht als glorreich und der Tod im Kampf gegen die Ungläubigen nicht als Märtyrertum. Der wahre Märtyrer starb mit nichts anderem bewaffnet als mit seinem Glauben. Der Krieg gegen die Ungläubigen war ein bedauerliches, wiewohl zu Zeiten unvermeidliches Vorkommnis. Gegen die eigenen Christenbrüder in den Kampf zu ziehen, war doppelt verwerflich. In der Tat ist die byzantinische Geschichte bemerkenswert frei von Angriffskriegen. Die Feldzüge Justinians waren unternommen worden, um die Römer von irrgläubigen barbarischen Statthaltern zu befreien, die des Basilius II. Gegen die Bulgaren, um kaiserliche Provinzen zurückzugewinnen und die Bedrohung Konstantinopels abzuwenden. Man gab friedlichen Methoden den Vorzug, selbst wenn sie gewundene Diplomatie oder Geldzahlungen erforderten. Dem westlichen Geschichtsschreiber, der gewohnt ist, kriegerischen Heldenmut zu bewundern, erscheinen die Maßnahmen vieler byzantinischer Staatsmänner feige oder hinterhältig, aber ihr Beweggrund war zumeist der aufrichtige Wunsch, Blutvergießen zu vermeiden. Die Prinzessin Anna Komnene, eine der typischsten Vertreterinnen der byzantinischen Geisteshaltung, gibt in ihrem Geschichtswerk klar zu verstehen, dass sie bei allem tiefreichenden Interesse für militärische Fragen und bei aller Wertschätzung der kriegerischen Erfolge ihres Vaters doch den Krieg für etwas durchaus Schändliches hielt, für ein letztes Auskunftsmittel, wenn alles andere versagte, ja an sich bereits für ein Eingeständnis solchen Versagens. Der Standpunkt des Westens war weniger aufgeklärt. Der heilige Augustinus selbst hatte eingeräumt, dass auf Befehl Gottes Kriege geführt werden dürften. Und es konnte nicht ausbleiben, dass die Militärgesellschaft, welche im Westen aus den Invasoren der Barbaren hervorgegangen war, ihren gewohnheitsmäßigen Zeitvertrieb zu rechtfertigen suchte. Die Ehrbegriffe des Rittertums, die sich unterstützt von volkstümlichen Heldengesängen entwickelten, verliehen dem Krieger Ruf und Ansehen. Und der Friedliebende zog sich eine Missachtung zu, von der er sich nie wieder erholte. Gegen diese Einstellung vermochte die Kirche nur wenig. Vielmehr bemühte sie sich, den kriegerischen Tatendrang in Bahnen zu lenken, die zu ihrem eigenen Vorteil führten. Der Heilige Krieg, will sagen, der Krieg im Interesse der Kirche, wurde nicht nur statthaft, sondern sogar wünschenswert. Papst Leo IV. Erklärte um die Mitte des 9. Jahrhunderts, jeder zur Verteidigung der Kirche in der Schlacht Gefallene werde eine himmlische Belohnung erhalten. Papst Johannes VIII. Setzte einige Jahre später die Opfer eines Heiligen Krieges den Märtyrern gleich, wenn sie bewaffnet in der Schlacht ihr Leben ließen, würden ihnen ihre Sünden vergeben. Papst Johannes VIII. Setzte einige Jahre später die Opfer eines Heiligen Krieges den Märtyrern gleich. Wenn sie bewaffnet in der Schlacht ihr Leben ließen, würden ihnen ihre Sünden vergeben. Doch musste der Soldat reinen Herzens sein. Nikolaus I. Verfügte, dass von der Kirche um ihre Sünden willen verurteilte Männer keine Waffen tragen dürften, es sei denn, um gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Die Idee eines Angriffskrieges im Namen Christi war also nicht gänzlich abwegig und hatte schon immer einen theologischen Unterbau gehabt.
Und dennoch war die Situation in diesen Jahren hier deutlich erschwert, denn der Investiturstreit und das doppelte Papsttum erzeugten auf beiden Seiten unentwegt Theologen, die gefordert waren, die geistigen Verrenkungen ihrer ideologischen Gegner zu widerlegen. Hier galt es vor allem, den Sinn eines heiligen christlichen Krieges neu zu kontextualisieren. Man war nicht darum verlegen, sich nun an Leute zu wenden, die vielleicht im Ruf standen, Mörder und Halsabschneider zu sein. Ihre Dienste und ihren entschlossenen Arm konnte man in Jerusalem gut gebrauchen. So galt es zu verdeutlichen, dass Töten eben nicht gleich Töten ist. Es ist eben eine Frage dessen, in wessen Namen man tötet. Der erste Kreuzzug galt somit nicht als ein Feldzug, er galt als eine Bußhandlung und als eine Pilgerschaft. Die Christen waren für Jahrhunderte nach Jerusalem gepilgert, nun würden sie eben Waffen mitbringen, um das längst überfällige göttliche Recht durchzusetzen. Jonathan Riley Smith schreibt darüber: Der Kreuzzug jedoch sollte als ein Unternehmen dargestellt werden, das über den bloßen Waffendienst im Namen Gottes noch weit hinausging. Vielmehr sollte er als ein Akt der Buße gepredigt werden und dies, darauf hat der konservative Gegner der Kirchenreform, Sigebert von Gembloux, hingewiesen, bedeutete eine Abkehr von der bis dahin gültigen christlichen Lehre von der Gewaltanwendung. Noch bis in das 12. Jahrhundert hinein gingen die Meinungen darüber, ob der bewaffnete Kampf für einen Christen ein Verdienst darstelle, weit auseinander. Von Zweifeln darüber, ob sich die Sünde auf dem Schlachtfeld denn überhaupt vermeiden lasse, bis hin zu der Überzeugung, selbstlose Gewalt könne ein Kennzeichen der Tugend sein. Die Vorstellung vom Kriegszug als Bußakt war revolutionär, denn sie stellte die Kampfhandlung auf dieselbe Ebene wie das Gebet, die tätige Barmherzigkeit oder das Fasten. Man dachte früher, das erste Anzeichen für diese Geisteshaltung im Umfeld der Kurie sei ein Ablass gewesen, den Papst Alexander II. Den christlichen Belagerern der muslimischen Festung Barbastro in Spanien in 1063 oder 1064 gewährt hat. Mittlerweile ist jedoch darauf hingewiesen worden, dass aus Alexanders Schreiben überhaupt nicht hervorgeht, dass seine Adressaten Kriegsteilnehmer gewesen wären. In Wirklichkeit war es vermutlich an Pilger gerichtet. Und so ist es wahrscheinlicher, dass es Gregor der VII. War, der als erster Papst unmissverständlich festgestellt hat, die Teilnahme an einem gerechten Krieg könne als Akt der Nächstenliebe und sogar als Bußhandlung gelten. Sigebert von Gembloux jedenfalls scheint diese Idee für Gregors eigenen Einfall gehalten zu haben. Gregor verband eine enge spirituelle Beziehung mit Mathilde von Tuscien und zwischen ihren Kreisen wurden Gedanken ausgetauscht. Das Konzept eines als Akt der Buße geführten Krieges entstand im Verlauf dieses Austauschs. Ein Reformgegner warf Gregor daraufhin vor, er habe Laien zum Blutvergießen aufgestachelt, Männer, die doch eine Erlösung von ihren Sünden anstrebten. Sigebert von Gembloux berichtet, Papst Gregor habe das besagte Konzept erstmals angewandt, als er Mathilde befahl, zur Vergebung ihrer Sünden gegen den Kaiser Heinrich zu kämpfen. Die Wendung Vergebung der Sünden erinnert wohl nicht von ungefähr an die Definition der Taufe nach dem nizianischen Glaubensbekenntnis, ein Echo, das der gesamten Aussage in den Ohren eines zeitgenössischen Publikums enormen Nachdruck verliehen haben muss. Der Gedankengang Gregors scheint auch in einer Lebensbeschreibung des Anselm von Lucca auf, in der einer von Anselms Geistlichen davon erzählt, wie er im Jahr 1085 einen Segen Anselms an Mathildes Heer überbrachte. O-Ton, uns war aufgetragen, den Männern die Gefahren der kommenden Schlacht einzuschärfen, die zur Vergebung all ihrer Sünden geschlagen werden würde. Anselm rechtfertigte also einen Bußkrieg mit dem Argument, die Teilnahme am Kampf für eine gerechte Sache sei, da gefährlich, eine Bußleistung. All dies begründete eine ganz neue Kategorie von Kriegsführung. Dies war also ein kleiner Versuch, sich mit den Motiven um Urbans Kreuzzugsaufruf, aber auch mit den Motiven der willigen Gefolgsleute zu beschäftigen. Natürlich kommt man an der Feststellung nicht vorbei, dass der Kreuzzugsaufruf nur in einer weitgehend abergläubischen Gesellschaft möglich war, die man mit Begriffen wie Buße und Sündenerlass stimulieren konnte. Es zeigt aber auch deutlich, dass gerade bei jenen, die sich mit dem Schwert in der Hand ernährten, das schlechte Gewissen kein unbekanntes Konzept war. Manche mochten durch und durch Psychopathen sein, doch die meisten verspürten häufig den Widerspruch, der darin bestand, sich einerseits als Ritter an Lehnsherren zu verkaufen und andererseits gleichzeitig zu erwarten, dass man einen Platz im himmlischen Reich hat.
Und in dieser Kerbe schlug Urban II. Ein und verzeichnete damit einen großartigen Erfolg. Denn schon bald formte sich die größte Armeeoperation, die die Welt jemals gesehen hat. Und darüber dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.